Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück hier im neuen Jahr zu einer neuen Folge Stellaris, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und ja, ich freue mich auf eine neue Staffel mit euch hier, Stellaris in der Vereinigten Stellaren Republik. Wir sind ja so weiterhin auf der Suche, dass wir hier so diplomatisch irgendwie was regeln können und ansonsten halt das Reich weiter ausbauen. Und halt gucken, wo die Reise hinführt, ihr Lieben. So, dementsprechend geht es auch gleich weiter. Wir haben hier schon mal noch ein neues Forschungsschiff gebaut, um hier wieder einen unserer Forscher loszuschicken. Der dann hoffentlich auch hier für uns in der Galaxie weiter umher fliegt. Und dann sehe ich gerade, wir können so ein bisschen Mineralien wieder verkaufen. Gibt es ein bisschen Credits für. Ansonsten, ja, sieht so ein bisschen mau aus. Aber das werden wir noch hinkriegen. So, Transportflottille Nummer 4, die sind ja hier. Ich werde mal mit denen auf der Erde landen. Ordnung auf Docksting wiederhergestellt, ihr Lieben. Gut, das ist sehr schön. In Docksting aus Zweigstellen 75. Wir haben insgesamt 78 an Dings. Geschätzte Grundproduktion minus 70. Wenn ich jetzt 70 rausnehme, habe ich dann... Ah, nee, der muss schon drin bleiben. Das hilft nichts. Ich könnte zum Beispiel das rausnehmen. Entscheidung. Entfernen wir mal. Ganz knapp sehe ich gerade. Naja. Es geht weiter. Wir haben jetzt mal... Wir werden jetzt mal die Transportflotten mal landen. Und schicken hier mal... Ja, die Armee soll mal hier landen. Dann haben wir die Transportflottille... Präsident Hu Zhao hat eine neue Eigenschaft entwickelt. Ja, müssen wir uns mal angucken. So, die schließen wir mal. Transportflotte. Na, das ist ein Konstruktionsschiff. Dann machen wir das mal so. Bitte zusammenschließen. Und wir landen auf der Schleier. Hier auch. Hier landen wir auf Sepress. Auf Natigir, Entschuldigung. So. Und wir lassen schneller laufen, ihr Lieben. Es geht weiter. So. Und unsere Armeen sind gelandet. Hervorragend. So, Frary Prime. Wir müssen seltene Kristalle besorgen. Ich würde mal wieder so 100 Stück bestellen. Und... Ja, ihr Lieben, ihr seht es. Es ist Marktführers momentan hier Tebrit-Homolog. Okay. Handelsabkommen anbieten. Ressourcen, seltene Kristalle. Ne, die machen das mit uns nicht. Ne. So, weiter geht's. Was machen wir hier? Okay. Es fehlt uns an... Ja, Konsumgütern, ne? Also es hilft ja nichts. So. Was macht eigentlich unsere Diplomatie? Sind die immer noch im Krieg? Die sind immer noch im Krieg. Also müssen wir abwarten. Es hilft nichts. Wir müssen hier mal so die Friedensmeldung uns angucken. Was da so passiert.
Forschungen laufen munter weiter. Dringlichkeitsmaßnahmen, integrierte Gärten. Indem wir unsere Bürger dazu ermutigen, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen und Hydrosysteme vorschreiben, können wir die Auswirkungen auf die Planeten, auf denen wir leben, verringern und uns gleichzeitig des vielen Grüns erfreuen. Wirtschaft hat weniger Bedeutung. Bewohnerunterhalt, Konsumgüter minus 5. Mhm. Baudauer Blocker 50. Okay. Bewohnernutzung von Dienstleistungen ist auch weniger. Baugeschwindigkeit nimmt ab. Bewohnbarkeit nimmt aber zu. Das unterstützen wir. Und dann bin ich mal gespannt. Unsere Admiräle erreichen hier auch ihre Stufen gerade. Und echt, ich warte jetzt auf das Ereignis, dass die hier endlich Frieden schließen, ne? Ah, okay. Okay. Okay, coole Sache. Kriegsphilosophie verbietet Angriffskriege. Wie sieht denn meine Kriegsphilosophie aus? Erlasse? Nee, Richtlinien. Wie sieht's bei meinen Fraktionen eigentlich aus? Diplomatische Haltung ist kooperativ. Eigentlich spricht dem nichts, steht dem nichts entgegen, ne? Die Zekien ist auch kooperativ. Wir werden unsere Kriegsphilosophie ja dann mal ändern. Und jetzt werde ich um Beitritt bitten. Kann ich hier denn noch das irgendwie verbessern? Tun wir ja gerade. Wir müssen noch mal unsere Verbindungen verbessern. Ich werde hier noch mal mich darum bemühen, dass wir mehr Energie produzieren. Okay. Relative Macht der Reiche. Das ändert sich hier irgendwie nicht, ne? Ich kann denen doch mal was schenken, oder? Handelsabkommen anbieten. Ich schenke denen mal 1000 Mineralien. Für einen Gefallen. Mal gucken, ob sie annehmen. Wir treten der Föderation bei, ihr Lieben.
Und dann schauen wir mal, was das für uns bedeutet. Okay, Abstimmung beginnt. An alien nation is hailing us. Hervorragend. Profihändler Gorsain. Okay, ein wahrlich gutes Treffen. Will die mal. Wir sind an strategisch seltene Kristalle. Ja, die nehmen wir doch. Super, ein wahrlich gutes Treffen. So, ein wahrlich gutes Treffen. So. Okay. We are being hailed. Hier ist so eine Grabungsstätte. Da kommen wir aber halt leider nicht ran. Und hier ja wohl auch nicht. So, wir sind ja jetzt in einer Föderation. Und das wollen wir uns auch nochmal zusammen angucken. Die Interstellar Advancement Coalition. Ich werde hier, um Kohäsion hinzukriegen, verschiedene Ethiken. Warum haben wir verschiedene Ethiken? So, ich könnte ja zum Beispiel dafür sorgen, dass die Glyphclav zum Beispiel Föderation verlassen, Beziehung verbessern. Spionage-Netzwerk aufbauen. Okay. Interessant. Militare Vereinigung. Ja, wo ist denn... Ah, hier ist es. So. Diese Föderation neigt zu einer Technokratie, in der universelle Wahrheit und unaufhörlicher Fortschritt im Mittelpunkt stehen. Föderationszentralisierung minimal. Gesetze. Können wir das ändern in eine galaktische Union? Unterstützen? Nee, die unterstützen das zum Beispiel nicht. Niedrige Föderationskohäsion. Hegemonie. Amtszeit 20 Jahre. Beitritt von Untertanen, ja. Erklärung einstimmig, einstimmig. Bei Migration. Separate Verträge erlaubt, verboten. Die haben alle eine etwas stärkere Wirtschaft als ich, ne? Föderationsflotten. Ich kann hier mal so Gesandte hinschicken, ne? Also zum Beispiel hier Catalina Fernandez. Dann werde ich nochmal den hier schicken. Dann schauen wir uns mal die Kohäsion an. Aber warum? Monatliche Kohäsionsänderung 2,54, okay. Eine galaktische Union. Ich werde noch mal gucken, ob ich mit einem Gefallen zum Beispiel, ja, unterstützen. Ob ich das mit einem Gefallen ändern kann. XP, Verlust an Föderationserfahrung. Ja, weil die Kohäsion niedrig ist. Das müssen wir ändern.
Grenzen geschlossen, Galaktik Oka League. Dann schließen wir sie ihnen auf. Und ihnen dann auch. So. Die würde ich gerne... Sie sind in einer anderen Föderation assoziiert. Welche? Das ist ja natürlich keine gute Nachricht, um ehrlich zu sein. So. Dieses Materialistische nervt mich so ein bisschen. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, was bauen wir hier eigentlich? Wir könnten hier... Könnte ich das Holotheater abreißen? Das gibt 20. Nee, brauchen wir. Kann man hier auch irgendwie Sachen noch entfernen? Nee, ne? Isolierte Täler. Ja, was machen wir denn hier? Ich weiß es nicht. Schleier. Nö, wir lassen es mal hier. Wir bauen hier erstmal gar nichts. So. Ihr Lieben. Dann. Ja, wir sind in der Föderation. Kann man Föderationsnamen auch ändern? Kann nur vom Präsidenten umbenannt werden. Okay. Ich suche jetzt mal nach Gefallen. Also, Beziehungen. Handelsabkommen. Ich werde mal meine Kristalle dafür nutzen, um mir hier noch einen Gefallen einzufordern. Ressourcen, Mineralien. Und dann hole ich nochmal einen Gefallen von den Locken. Okay, hier ist der Präsident auch ein Pliffplaff. Hier auch. Sehr interessant. Fanatisch, Knuffel und materialistisch. Okay, Beziehungen. Nee. Mir gerade. Nee, was wollte ich denn hier machen? Ja, Handelsabkommen anbieten, genau. Einen Gefallen. Ich gebe denen dann mal auch Mineralien. Die sind an Mineralien scheinbar nicht interessiert. Nahrung? Auch nicht. Konsumgüter? Ja, Konsumgüter sagen sie ja. Wir testen das mal. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal in die Föderation rein. Und Galaktische Union. Ah. Unterstützen. Haben wir das jetzt umsonst gemacht? Okay, das nervt. Kann ich die jetzt zu Rivalen erklären? Nö, ja, ich brauche hier ja nicht mehr für schlechtere Beziehungen machen. Ich werde diesen... Jo,
in die Föderation schicken, Gesandten zuweisen. Akzeptieren. Schon interessant, diese ganze Föderationsgeschichte. Eber Markus. Wir brauchen echt Energie, Leute, ne? Alter, das ist echt schlimm. Das ist ein Verbrechenssyndikat, ne? Ja. Ja, interessant das hier mit der Föderation. Von Mitgliedern aus Ethiken, verschiedene Ethiken, 2. Also ich setze hier erstmal nochmal ein bisschen mehr ein. Also ich will schon, dass das hier besser wird. Die Kohäsion. Möchte Jezinax Autocracy. Wer sind die? Jezinax Autocracy. Hegemonische Imperialisten? Never. Die nehmen wir nicht auf. Was heißt das aber für unsere Verlust an Föderationserfahrung? Aha. Wir hatten ja eh nichts. We are being hailed. We are being hailed. Einladung zum Wirtschaftspakt. Ne. We are being hailed. Also unsere Kohäsion steigt ja erst jetzt, ne? Gouverneur erlangte eine Eigenschaft. Ja, super. So, das war ja schon mal so ein diplomatischer Durchbruch erstmal. Hm.
sind streitsüchtig. Also ich weiß nicht, warum wir die da drin haben wollen. Ich check das nicht. Die sind freundlich noch alle. Die Pliffplaff auch. Wir können die nicht aufnehmen. Mit Nein stimmen. Wir widerrufen mal ihren Assoziationsstatus. Wurde abgelehnt. So. Ja, ihr Lieben. Ja, komisch, dass wir da mit so hegemonischen Imperialisten irgendwie was anfangen wollen, aber sie sind xenophil, militaristisch und materialistisch. Naja. In der nächsten Folge geht's weiter, ihr Lieben. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.